Was kannst du machen, wenn andere Menschen dich respektlos angreifen, wie beispielsweise in folgender Szene? War das für dich völlig klar, dass du selber auch wieder so eine grotesk groß, also eine schöne große Familie gründest? Das ist so groß, du hast 5 Kinder? Oder bist du so katholisch, dass du nicht weißt, dass man theoretisch verhüten könnte? Oh. Unangenehm, sich das allein anzuschauen, oder? Aber seien wir ehrlich, im Alltag passiert das doch auch. Da kommt eine dumme Zwischenfrage von links, ein blöder Kommentar von rechts. Und wenn du in solchen Situationen dann unsicher wirst und gar nichts mehr sagst oder irgendwie ausrastest, dann wirst du niemals so gut wirken, wenn du wirklich selbstsicher, gelassen, in deiner Mitte schlagfertig konterst. Und da werde ich dir in diesem Video 5 konkrete Techniken mitgeben, die er nutzt, um in dieser heiklen Situation und bei übrigens weiteren geschmacklosen Fragen selbstsicher zu kontern. Schauen wir uns mal am Anfang etwas an. Wasser? Du trinkst gar keinen Alkohol mehr, habe ich gelesen. Nein, es tut mir leid, aber mehr für euch, ist doch gut. Ja, das ist für uns sehr gut. Ja. Warum hast du dich entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken?